Hallo und willkommen zu meinem Anfänger-Tutorial für Songs of Six. In diesem Video werde ich euch alles erklären, was ihr braucht, um das Spiel genießen zu können. Ich gehe über Baumenüs, über Bevölkerungsverwaltung, Essensproduktion, Forschung, all die Dinge einmal drüber, damit ihr wisst, wo ihr was findet und wie ihr den Ball ins Rollen bringt. Alles in allem hat das Video eine Menge der verschiedenen Themen, also ihr findet in der Infobox die Timestamps dafür. Und davon abgesehen, eine Vorwarnung, dieses Video wird echt nur die Oberfläche ankratzen. Das Spiel ist sehr tief. Ich habe im englischsprachigen Bereich eine Menge Videos bereits gemacht. Auch eine ganze Tutorial-Serie. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die anschauen. Oder wenn ihr Bock habt auf eine deutsche Tutorial-Serie, lasst es mich in der Kommentarspalte wissen. Wenn ich genug Zuspruch finde, bin ich echt gerne bereit dafür, das auch im deutschen Bereich zu machen. Okay. Als allererstes einen schnellen Überblick. Was ist dieses Spiel und warum ist es toll und warum wollt ihr es spielen? Songs of Six ist mit Abstand der epischste Städtebausimulator im Mittelalterbereich, den ich in Early Access momentan kenne. Das Spiel verwaltet einen Haufen Zeug unter einem User Interface. Ihr könnt hier bis zu 20.000 Menschen verwalten und, Entschuldigung, nicht unbedingt Menschen, ihr habt hier verschiedene Spezies. Und jede einzelne Person ist hier voll simuliert mit einem Alltag, mit Bedürfnissen und allem drum und dran. Also das Beeindruckendste dabei ist, dass das Spiel echt stark optimiert ist und auch auf schlechteren PCs immer noch ziemlich gut läuft auf höheren Geschwindigkeiten. Abgesehen davon ist das Spiel tief, komplex und ist eine so willkommene Abwechslung von diesem ganzen seichten und wenig tiefen Spielen. Also wenn ihr auf komplexe Städtebausimulationen mit einer Menge Zeug hintendran begeistern könnt, wärmste Empfehlung. Allerwärmste Empfehlung. Was das Spiel momentan in der Early Access Version 61 noch nicht so gut kann, User Interface, Bedienbarkeit, das sind Sachen, da müsst ihr echt Abstriche in Kauf nehmen. Manche Dinge sind echt einfach nicht besonders klasse gelöst momentan, aber sobald man sie versteht, kann man damit arbeiten. Und ich beobachte das Spiel jetzt schon seit einer ganzen Weile und kann sagen, es ist eine stete Verbesserung da. Der Dev hört auf Verbesserungen, es ist ein steter Austausch zwischen Community und Problemen und Problemlösungen vorhanden. Also verlasst euch drauf, was jetzt noch nicht gut ist, wird im Laufe der Zeit verbessert. Okay. Das aus dem Weg, jetzt gehen wir mal an die technischen Details. Ich möchte schnell über das User Interface und ein paar Sachen in der Steuerung, damit ihr versteht, was ihr hier seht. Und dann gehen wir über die Sachen drüber, die zum Bauen und Spielen dazugehören. Also, in der Mitte ist klar, seht ihr die Stadt, Landschaft, die ihr bearbeiten könnt und so weiter und so fort. Das erste Gebäude hier ist euer Thron, den platziert ihr am Anfang des Spiels. Und abgesehen davon, naja, Plus, Bäume und so weiter und so fort. Karte bewegt sich mit WASD oder mit dem mittleren Mausrad. Rauszoomen, reinzoomen. Da ist jetzt nichts weltbewegendes Neues dabei, was ich euch extra erklären müsste. Die Elemente hier auf dem Screen sind wesentlich interessanter. Also zunächst mal oben links hier diese paar unscheinbaren Zahlen, unterschätzt sie nicht. Das sind eure Verwaltungstools für eure gesamte Stadt. Und dieses Spiel übrigens wird sich im Laufe der Zeit nicht nur auf eine Stadt erweitern, beschränken, sondern ihr könnt auch ausziehen und Bereiche der Welt erobern und euch unterwerfen. Allerdings werdet ihr immer nur diese Stadt hier bebauen. Alles andere ist dann abstrakt als euer Vasall und so weiter verwaltbar. Okay, diese Menüs hier oben, da kriegt ihr alles drunter. Bevölkerungsverwaltung, Sklavenverwaltung, Arbeiterverwaltung, Technologie, Militär, Temperatur kann man nicht anklicken, das ist das Einzige, aber ansonsten Handel. Diese Menüs hier sind da, um euch mit einem Haufen Informationen zu erschlagen und wenn immer ihr was sucht in dem Bereich, werdet ihr hier fündig, wenn es um globale Verwaltung eurer Stadt geht. Hier in der Mitte Jahreszeiten und Zeit. Was wirklich interessant zu wissen ist, ist, wenn ihr die höchste Geschwindigkeit anguckt. Hotkey ist 4. Wenn ihr es ein zweites Mal, also 4 und dann wieder 4 drückt, schaltet ihr von 25-fach auf 250-fach und manchmal ist das echt nützlich. Hier drüben seht ihr ein paar Alerts von Leute verhungern, Leute sind ungerechtfertigt gestorben und so weiter und so fort. Hier oben sind alles Hotkeys für verschiedene Layer, also hier habt ihr die Karte, Kampf-Overlay, Stadt-Overlay, euer Status von der Stadt, also das sind alles, damit wechselt ihr quasi zwischen verschiedenen Benutzerebenen, während hier ihr eure ganzen Informationen habt. Minimap muss ich euch nicht erklären.
Das Zeug hier ist alles, was eure Stadt gerade lagert. Wie ihr seht, lagern wir gar nichts, weil wir kein Lagerhaus haben. Und hier habt ihr die Einwohner in der Stadt. Die erste Zahl ist, wie viele Leute ihr habt. Das Plus hier zeigt euch, wie viele Leute gerade bereit sind, in eure Stadt einzuwandern. Und der grüne Balken ist ihre allgemeine Zufriedenheit. Schaut, dass das hier oben bleibt. Ihr könnt so viele Spezies, wie ihr wollt, in einer Stadt vereinigen. Allerdings bedenkt, nicht alle Spezies mögen einander. Gibt eine Menge Info-Panel zu lesen, dass euch das alles erklärt, wer mit wem gut kann. So, das ist alles, was ich über User Interface und generelle Steuerung verlieren wollte. Ach nee, doch, hier unten ist euer Baumenü. Das ist, hier findet ihr alles, was ihr bauen könnt. Also ich gehe hier nochmal erklärungsweise über alles drüber, deswegen nur schnell hier, Baumenü, alles hier. Und jetzt habe ich es aber wirklich. Apropos Baumenü. Ich finde, wir sollten jetzt zunächst mal eine Sache bauen, damit wir das Baumenü verstehen. Und dann gehen wir über die anderen Sachen drüber. Wie ihr seht, lagern wir gar nichts. Aber ihr kommt am Anfang immer auf die Karte mit ein paar Waren. Also das Erste, was ihr tun solltet, um euch selbst einen Gefallen zu tun, ist ein Warenhaus. Ihr könnt jetzt das Warenhaus hier finden bei Infrastruktur, nee, bei Logistik. Oder Lagerhaus, oder ihr geht hier auf die Lupe und tippt einfach das hier ein. Leider, Warenhaus würde es nicht finden. Das hier ist eine der schlechter sortierten Stellen. Ihr kommt dahinter, merkt euch, wie die Sachen heißen, dann könnt ihr sie hier mit dem Filter suchen. Das ist mein persönliches Go-To. Oder ihr lernt einfach auswendig, wie die Sachen hier heißen. Jedenfalls fangen wir jetzt an, ein Lagerhaus zu bauen. Ihr wählt das hier aus und sobald ihr das Baumenü auf dem Cursor habt, seht ihr, dass das Ding hier auftaucht. Lagerhauskonstruktion. Ihr habt jetzt hier ein grünes Quadrat auf dem Cursor und die Standardeinstellungen erlauben euch jetzt, wenn ihr links gedrückt haltet, per Drag and Drop, Quadrat, Rechteck, wie auch immer, zu ziehen. Das wird euer erstes Gebäude. Wir machen jetzt wirklich nur klein. Wir machen jetzt mal 8 auf 8. Nicht mehr als das. Und ihr seht jetzt, die weißen Blöcke sind die Wände drumherum. Die sind automatisch gezogen worden. Und das Blaue hier ist euer Innenraum für das Gebäude. Das Erste, was wir brauchen, sind Türen. Ihr seht hier das Icon, das ist für Türen. Wenn ihr das angeklickt habt, habt ihr Türen auf dem Cursor. Hier Türen rein. Und jetzt kurz noch der Part hier. Mit dem Button hier könnt ihr den Raum erweitern. Das bedeutet auch, dass ihr hier einfach kleine Ecken reinmachen könnt und so weiter und so fort. Wenn ihr rechts klickt, macht ihr einen Schritt zurück. Sehr nützlich zu wissen. Und was auch ganz cool ist, hier die Wände sind an- und ausschaltbar. Allerdings bei den meisten Gebäuden tut euch den Gefallen und baut Mauern drumherum. Aber der Knopf ist sehr nützlich, um zu wissen, wenn mal keine Mauern da sind, wie ihr das anschalten könnt. Okay. Hier könnt ihr noch bestimmen, welches Material verwendet werden sollte, ob Holz, Stein oder prachtvoller Stein. Wir arbeiten am Anfang nur mit Holz. Und jetzt das nächste, was wir brauchen, sind Kisten. Hier in der Mitte vom Baumenü werdet ihr immer irgendwelche Sachen finden, die in den Raum reingehören. Für Werkstätten sind es Werkbänke und für Servicegebäude sind es dann, keine Ahnung, Badewannen und Grabsteine. Alles, was ihr braucht, um den Raum zum Funktionieren zu bringen, findet ihr immer hier in der Mitte von dem Teil. Wir klicken das jetzt an und sobald ihr das habt, habt ihr es dann auf dem Cursor. Dieses Objekt jetzt ist eure Warenhauskiste. Ihr seht hier Plus und Minus, das ist mit E und Q triggerbar. Damit könnt ihr das Objekt auf dem Cursor größer und kleiner machen. Das bedeutet auch, wie ihr seht, Lager plus 1530 und es wird kleiner, wenn ich es verkleinere und größer, wenn ich es vergrößere. Im Prinzip ist das ein Tool, mit dem ihr dann einstellen könnt, wie viele Kisten ihr unterbringen wollt. Hier noch kurz zum Verständnis, ihr seht diese vier Pfeile auf den blauen Quadraten, die bedeuten, dass die Leute von irgendeiner Seite an diesen Gegenstand rankommen müssen. Also würden wir hier was platzieren wollen, das geht nicht, weil dann blockieren wir den Zugang zu diesem Teil hier. Also jede einzelne von den Kisten muss gangbar sein. Also wir machen das dann hier so. Und ihr könnt dann mit R die Sachen auch noch rotieren. Wenn ihr hier dieses Icon hier klickt, dann könnt ihr auch was nachträglich entfernen. Also ihr könntet jetzt hier zum Beispiel die Kisten wieder wegmachen, ganz wie ihr wollt. Und nachdem wir das gemacht haben, sehen wir jetzt, wir haben eine Lagerkapazität erschaffen und wir haben eine Menge an Materialien, die wir jetzt aufbringen sollen, hier auf der Rechnung stehen. Häkchen zum Bauen und jetzt ist das Ganze ein Bauauftrag, den eure Leute erfüllen werden.
So, das sind die Basics vom Baumenü. Prinzipiell alle Gebäude in dem Spiel lassen sich so bauen, außer es sind Gebäude, die eine vorgefertigte Form haben. Manche Gebäude haben einfach eine ganz vorgefertigte Form, da habt ihr nichts mitzureden. Also vielleicht ändert sich das noch, aber manche Gebäude kommen einfach in der Form, wie sie kommen. Als Beispiel Import- und Exportdepots hier. Die sehen dann so aus. Erkennt ihr daran, dass die einfach, wenn ihr sie anklickt, habt ihr nicht nur ein kleines Bupsel auf dem Cursor, sondern gleich so ein ganzes Ding. Die können sich auch manchmal, probiert E und Q bei diesen vorgefertigten Dingern ruhig mal aus. Teilweise könnt ihr die größer und kleiner machen, ganz wie ihr es braucht. Jedenfalls, das hier ist unser erster Bauauftrag. Wenn ihr einen Bauauftrag gestartet habt, zwei Dinge sind wichtig. Wenn ihr nicht genug Holz habt und Stein, geht hier auf die Axt. Bäume fällen, Steine entfernen oder entferne alles, wenn ihr Steine und Bäume sammeln wollt. Bäume fällen, ihr wählt das und dann einfach Drag and Drop drüber. Die grünen Kästchen zeigen euch, dass ihr was erwischt habt, was abgebaut werden kann. Und sobald es funktioniert hat, seht ihr diese dunkelblauen Kästchen. Mit dem Stein ist es dasselbe. Guckt hier, diese kleinen Bubble hier, das sind Steine. Was ich super gerne für Steine mache, ist einfach mal über die Wiese gehen und ein großes Kästchen ziehen. Steine findet ihr, wenn ihr auf einer felsigen Karte spielt, mehr. Übrigens, diese Karte hier einfach willkürlich gewählt und tut euch selbst einen Gefallen. Überdenkt am Anfang nicht, wo ihr baut. Baut einfach irgendwo, wo ihr genug Holz, Zugang zu Wasser und eine gewisse Fruchtbarkeit habt. Alles andere von dem Anfangsmenü, wo ihr eine Stadt hin platziert, ist absolut erschlagend für einen Anfang. Okay, mit den Sachen wisst ihr jetzt, wie ihr Holz und Stein beschafft, wie ihr ein Gebäude baut. Ich finde, das deckt das Baumenü ab. Also, wenn wir jetzt hier einfach weiter schnell vorwärts machen, ihr seht, dass die hellblau werden. Das zeigt, dass die Felder bearbeitet werden gerade. Wenn es dunkelblau ist, ist es nur ein Auftrag. Wenn es hellblau ist, ist einer eurer Leute gerade dabei, diesen Job zu erfüllen. Übrigens, eure Hämmerchen hier, das sind eure Arbeitskräfte. Das sind die Leute, die gerade keinen fest zugeteilten Job haben. Die werden solche Sachen machen wie was bauen, Dinge sammeln, die ihr befohlen habt. Diese Leute werden sich jeden x-beliebigen Job suchen. Und jetzt seht ihr, der Raum wurde vorbereitet. Jetzt werden die Materialien da reingetragen. Was wichtig ist, klickt das Ding nicht an. Wenn ihr es anklickt, Early Access, dann werden alle Materialien einmal rausgeschaufelt und noch schlimmer, ihr werdet dann wieder zurück ins Baumenü gesteckt. Wenn ihr es anklickt, geht mit dem Häkchen raus. Wenn ihr mit dem X oben in der Ecke rausgeht, löscht ihr den Raum und könnt von vorne anfangen. Das sind so Sachen, die ich wirklich hoffe, dass sie im Laufe der Early Access gefixt werden und nicht mehr sind, aber momentan sind sie und ich mache jetzt mal super schnell, damit es hier fertig wird. Wie gesagt, zweimal die vier tippen, kommt ihr auf 250-fach Geschwindigkeit. Ist wirklich gut. Okay, dann will ich noch schnell drüber gehen, wie man ein Warenhaus einstellt und dann reden wir drüber, wie wir neues Essen für eure Leute beschaffen. Also, Lagerhaus anklicken, ihr kommt dann hier in dieses Menü. Das hier ist im Übrigen ein Standardanblick, gewöhnt euch dran. Gewisse Teile davon werden bei allen Räumen gleich sein. Im Prinzip diese Maske hier oben haben alle Räume, nämlich wie viele Angestellte ihr hier einteilen wollt. Ihr seht hier die Arbeitsbelastung. Ihr könnt hier auch einstellen, in was für ein Radius das Warenhaus tätig sein soll. Kann ja in der Zukunft ganz praktisch sein, wenn ihr ein Warenhaus nur für einen kleinen Bereich bauen wollt zum Beispiel. Aber der wirklich interessanteste und wichtigste Teil ist hier die Ressourcenzuteilung. Ihr seht hier, wie viele Kisten ihr insgesamt habt. 0 von 24. Und jetzt sagen wir, gehen wir mal hier rüber. Wir sehen, wir haben Stein hier im Thron. Also, wir teilen eine Kiste für Stein zu. 0 von 255. Passt. Früchte. Dann gehen wir hier. Nutztiere. Rationen. Und sobald ihr eine Truhe für diese Sachen zugeteilt habt, werden die Leute diese Sachen dann auch ins Warenhaus legen. Ration ist hier. Und da wir Holz und Stein bereits gesammelt haben, machen wir davon ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, den Rest lassen wir jetzt einfach offen, so wie es ist, weil wir müssen nicht das gesamte Teil belegen. Was wichtig ist hier, macht hier ein Häkchen bei automatisch einstellen rein. Bei Sachen wie Lagerhäusern ist das total super. Die KI wird ständig überprüfen, wie viel Arbeitslast ist gerade auf dem Warenhaus.
Und wenn keine Arbeitslast ist, dann nimmt es Angestellte weg. Und wenn zu viel Arbeitslast da ist, packt es Angestellte drauf. Die KI macht das wirklich super, wenn es um logistische Sachen geht. Wenn es allerdings später um Werkstätten geht, wo ihr, keine Ahnung, eine Werkbank für 5 Leute habt, überlasst da nicht dem Computer das letzte Wort. Macht das selber. Ihr wisst es wirklich meistens besser als die Maschine. Bei diesen Sachen wiederum, ihr würdet euch wirklich keinen Gefallen tun, wenn ihr euch das die ganze Zeit selbst verwalten wolltet. Irgendwann wird die Stadt einfach zu groß für so eine Dinge. Okay, dann haben wir das. Sobald ihr jetzt das habt, wie ihr seht, gehen die Sachen jetzt ins Warenhaus. Jedes rot unterlegte Ding hier in der Liste ist mit einer Kiste versorgt, jedes schwarz unterlegte nicht. Okay, reden wir über Essen. Essen könnt ihr am Anfang über drei Wege beschaffen. Zum einen könnt ihr einen Jäger bauen. Den findet ihr hier in der Landwirtschaft. Der Jäger ist meiner Meinung nach das Beste, was ihr am Anfang vom Spiel machen könnt. Baut euch wieder hier einen kleinen Raum. Tür rein. Werkbank rein. Seht zu, dass ihr für zwei Jäger vielleicht passt. Und hier braucht ihr jetzt eine Hilfswerkbank. Ihr seht, dass hier ein Effizienzrating ist. Und baut einfach so viele Hilfswerkbänke rein, bis das Effizienzrating 100% hat. Das gilt für alle Werkstätten. Tut euch den Gefallen und macht die Sachen auf keinen Fall anders, weil die Produktivität des gesamten Gebäudes leidet, ohne einen guten Grund dafür zu haben. Ihr macht es einfach nur schlechter. Also ich habe jetzt hier übrigens einfach einen Doppelklick gemacht, um einen weiteren Arbeiter reinzukriegen. Sobald hier ein Plus 1 steht, könnt ihr mit einem Doppelklick die Leute zum Emigrieren bringen. Ich dachte mir, wir brauchen einfach jetzt noch einen Arbeiter. Weitere Wege, wie ihr Essen erschaffen könnt am Anfang, ist Fischerei. Das findet ihr hier bei den Aquakulturen. Wenn ihr das mitmacht, müsst ihr das Gebäude über Wasser ziehen. Und ihr seht hier, je mehr hellblau, je mehr Pluszeichen, desto mehr Fisch. Und der Trick hier ist, die Fischerei geht so, dass ihr einen Teil auf dem Wasser macht und einen anderen Teil auf Land. Und auf Land kommt dann das Lager dazu. Und die Hilfswerkbänke wieder. Bis ihr halt auf 100% Effizienz seid. Das ist ein guter Weg, wie ihr euch Essen machen könnt. Nicht vergessen, dass ihr euch eine Kiste zuteilen müsst. Auch der Jäger wird jetzt Fleisch produzieren und Leder. Also sollten wir dafür auch Kisten haben. Und jetzt machen wir mal schnell vorwärts. Und die letzte Methode, wie ihr euch Essen, oder nein, es gibt noch zwei Methoden, wie ihr euch Essen erschaffen könnt. Das ist die Tierhaltung. Könnt euch je nachdem, wo ihr wohnt, unterschiedliche Tiere halten. Und ich empfehle euch wärmstens, sofort am Anfang baut euch eine Zucht, weil ihr fangt mit Nutzvieh an, baut sie euch ruhig hin, so mit einem Tor. Und Dinge in Songs of Six werden schlecht. Und Nutzvieh wird unglaublich schnell schlecht. Und euer Startbudget an Nutzvieh wird euch einfach nur umkommen, wenn ihr keine Weide baut. Stattdessen, wenn ihr eine Weide habt, setzt ihr es um, es wird zu Fleisch. Top Sache. Gut, letzte Methode, wie ihr Essen verdienen könnt, ist die Landwirtschaft. Da könnt ihr Farmen aufbauen. Und hier ist es im Prinzip so, um etwas anzubauen, braucht ihr auch etwas von dem Gut. Hier haben wir Obstplantagen. Und wir haben bereits Obst, also wir könnten dann eine Obstplantage damit aufziehen, mit dem gewohnten Baumenü. Farmen sind übrigens wirklich das Einfachste der Welt zu bauen. Ihr macht einfach hier ein Kästchen, passt auf, dass die Fruchtbarkeit hoch genug ist. Ihr könnt euch die Fruchtbarkeit hier auch mit einem Layer-Menü angucken. Und dann seht ihr hier, wie viele Leute darauf arbeiten können, wie viel jährlicher Ertrag. Und hier seht ihr, dass man wie viel Frucht ihr braucht. Ich baue jetzt keine Farm, weil nicht zu viele Bauaufträge. Was wirklich wichtig ist dabei ist, sammle Wildfrüchte. Ermöglicht euch die Kickstart-Menge zu holen. Also, wenn ihr eine Getreidefarm bauen wollt, dann nehmt ihr Sammle Wildfrüchte, Befehl, zieht den hier drüber und dann jetzt hier die weißen Ausrufezeichen sagen euch nur, dass gerade nicht die Jahreszeit ist, um das Zeug zu pflücken. Und so könnt ihr euch einen Kickstart für alles holen. Also für Gemüse, Getreide, Obst, das wächst normalerweise auf eurer Karte. Wenn ihr ganz weit rauszoomt, die grünen Kästchen hier außenrum zeigen euch auch, wo das Zeug wächst. Okay. Dann reden wir jetzt mal über weitere Dinge. Die Städter hier werden jetzt munter ihre Sachen aufbauen. Jedes dieser Gebäude übrigens zieht sich automatisch die Arbeiter, die es braucht, wenn genug Arbeiter hier vorhanden sind.
Ich zeige es euch jetzt gleich an Jäger, seht ihr? Da ist sofort ein Jäger eingestellt. Und die kümmern sich jetzt ums Essen. Ihr seht hier übrigens, dieses Icon hier zeigt euch, wie viele Tage Essen ihr habt. Folgt das mit, dann wisst ihr, ob eure Leute am Verhungern sind oder nicht. So, reden wir über die Bedürfnisse von euren Einwohnern. Wenn ihr eine Bevölkerungsgruppe rechts klickt, öffnet sich dieses Hammermenü. Ihr seht hier die Erfüllung und das hier ist, ist die Gesamtheit der Bedürfnisse einer Bevölkerungsgruppe. Wenn ihr hier reinklickt, seht ihr hier alle möglichen Sachen, die sie gerne haben wollen. Also von Essen über Dienstleistungen und wir sehen hier, Dienstleistungen bieten wir unserer Stadt gar keine. Daran ändern wir jetzt was. Und ich werde diese Menüs jetzt hier nicht näher erklären. Ich kann euch nur schnell zusammenfassend sagen, das sind alles die Hinweise, die ihr braucht. Wenn ihr euch anguckt, was ihr hier machen könnt, hier zum Beispiel Umwelt, Straßen, je mehr Straßen, desto glücklicher. Religion, Arbeit und so weiter. Ein Mouse-Over über die Sachen zeigt euch, was sie bedeuten. Und generell, je mehr von diesen Sachen ihr erfüllt, desto mehr Leute wollen in eurer Stadt. Und desto unwahrscheinlicher ist es, dass eure Leute rebellieren. Wir gehen jetzt hier in den Dienstleistungsbereich, weil das ist der erste und einfachste Teil zu befriedigen. Und ihr seht hier Essensdienste, Übernachtungsdienste, Hygiene, Getränke und so weiter und so fort. Plätze, Nachrichten, das ist eine Menge Zeug. Ich will hier schnell zusammenfassen, dass ihr hier in der Staatskunde ein paar Sachen findet, die ihr einfach braucht von Anfang an, die super easy sind. Für die Hygiene baut ein Brunnen, da waschen sich die Leute. Der Brunnen ist super easy und super schnell gebaut und macht schon eine Menge Leute glücklich. Dann weiter darüber gegangen. Die Schlafsäle, davon solltet ihr auch unbedingt einen bauen, aber das ist nachrangig. Ich gehe jetzt erstmal über die Sachen, die ihr schnell machen könnt. Ein Massengrab macht die Leute auch schon ist extrem wichtig, weil wenn irgendwer stirbt und der nicht begraben werden kann, das ist richtig übel. Also ein Massengrab ist auch wirklich so einfach wie das hier. Bumm, fertig. Zugeteilt. Und das verhindert schon, dass wenn mal wer stirbt, euch die Leute gleich amok laufen deswegen. Und das nächste hier, eine Feuerstelle. Feuerstelle ist im Winter der Ort, wo eure Leute hingehen, um sich zu wärmen. Vermeidet Erfrierungstode im Winter. Alles, was es braucht, ist, ihr solltet aufpassen, dass ihr etwas Holz im Lager habt. Aber das solltet ihr immer haben. Dann abschließend darüber hinweg könnt ihr dann noch den Hausmeister aufstellen. Der Hausmeister wird dafür sorgen, dass eure Gebäude in Schuss bleiben. Und abgesehen davon wird es jetzt hier geht es jetzt hier tiefer. Also ihr könnt jetzt anfangen, eine Essensausgabe zu bauen oder Schlafsäle. Und je mehr von den Sachen ihr baut, desto glücklicher werden eure Leute und desto mehr Leute werden in eure Stadt kommen. Es gilt hier, die Balance zu finden zwischen euren Arbeitskräften, den Arbeitskräften, die ihr braucht, um diese Services zur Verfügung zu stellen, und der Menge an Leuten, die ihr in eure Stadt lasst, weil immer wenn ihr wen Neues in eure Stadt lasst, steigt die Menge an Bedürfnissen, die befriedigt werden muss und so weiter und so fort. Bringt ihr zu schnell zu viele Leute in eure Stadt, kann das alles gegen euch kollidieren, es kommt zu Aufständen und dann geht es halt eben weiter bergab und bergab und so weiter. Was hier wirklich interessant zu gucken ist, ist, wenn ihr jetzt was gebaut habt und dann jetzt hier reingeht, seht ihr, dass bei den Hygienedienstleistungen der Balken langsam vollgeht. Alle Sachen entwickeln sich in diesem Spiel langsam. Also erwartet nicht, wenn ihr was Neues gebaut habt, dass sofort die Leute aus dem Häuschen sind und sich sofort die Situation ändert. Das Spiel lebt von langsamen Entwicklungen. Und darüber hinaus, die ganze Bedürfnisliste abzuklappern, das ist wirklich ein tiefes Ding. Ihr könnt euch jetzt hier angucken, jedes Volk hat noch seine eigenen Informationen. Hier die Kretonier, die ich gewählt habe, die essen bestimmte Dinge besonders gern. Das bedeutet, wenn ihr diese Lebensmittel zur Verfügung stellt, sind sie besonders glücklich. Es gibt bestimmte Jobs, die sie lieben zu tun, bestimmte Jobs, die sie hassen zu tun. Also Bedürfnis ist ein richtig tiefes Thema. Das nächste, was ich jetzt abchecken will mit euch, ist Forschung. Forschung wird extrem wichtig. Übrigens seht ihr hier, wir haben nicht mehr genug Materialien. Wenn diese Ausrufezeichen auftauchen, bedeutet das, dass ihr mehr Material heranschaffen müsst. Forschung, Entschuldigung. Ich fand das nur sehr wichtig zu erwähnen. Forschung. Ihr seht hier das Fläschchen. Das, wenn ihr das anklickt, öffnet euer Forschungsmenü. Forschungspunkte erzeugt ihr, indem ihr eine Bibliothek baut. In der Bibliothek wird dann ein Bibliothekar arbeiten,
der erzeugt Forschungspunkte. Bibliothek. So. Zieh schnell eine auf. Gleich nur was ganz Kleines. Ihr könnt auch die Gebäude natürlich größer machen, dann müsst ihr sie innen etwas abstützen. Wenn ihr, ihr könnt auch hier in den Räumen, wenn ihr diese rote Fläche klickt, auch eigene Wände ziehen, eigenes Design. Ihr könnt hier mega viel anpassen und individualisieren. So, die Bibliothek braucht ein Schreibpult und dann wieder Hilfsmittel, um auf die 100% Effizienz zu kommen. Ihr kennt das schon. So, Kapazität bedeutet hier, wie viele Wissenspunkte können hier drin gespeichert werden. Und je mehr Bibliothekare ihr hier reinpackt, desto besser. Ihr seht hier auch, die Bibliothek braucht Möbel. Das bedeutet also, bevor ihr forschen könnt, müsst ihr den Schreiner bauen, der Holz zu Möbeln weiterverarbeitet. Aber ihr wisst im Prinzip schon, wie das funktioniert. Das ist genau wie hier beim Jäger oder allen anderen Werkräumen. Reinplatzieren, Leute zuteilen, Material verfügbar haben, Kiste offen haben für das Möbel. Viel mehr ist es nicht. Forschung dann ermöglicht euch, neue Sachen freizuschalten. Wichtig ist in diesem Spiel zu wissen, Forschung muss ständig aufrechterhalten werden. Die Forschungspunkte, die euer Wissenschaftler erzeugt, fallen wieder, wenn er aufhört zu arbeiten. Das bedeutet auch, wenn ihr nicht weiter forscht, werden bereits freigeschaltete Technologien wieder verloren gehen. Das kann richtig übel sein, wenn ihr in eine Revolte kommt und dann durch die verlorenen Technologien eure Industrien ineffizienter werden. Das kann eine richtig böse Spirale ergeben. Also habt immer genug Wissen in petto. Kauft nicht auf Null, sondern habt immer so einen schönen Puffer übrig. Was hier wirklich erwähnenswert ist, weil das Menü hier ist echt schwer zu verstehen anfangs, ist am Anfang richtig wichtig, erforscht von euren ersten Forschungspunkten den Papiermacher. Der ermöglicht euch nämlich, Papier zu erzeugen, und mit Papier wird jeder einzelne Bibliothekar viel effektiver. Also wenn ihr nicht die Forschungspunkte zusammenbekommt, um Papiermacher zu erforschen, ist eure Bibliothek zu klein. Und das ist wirklich die erste Tech, die ihr dringend braucht. Ab da könnt ihr viel mehr Forschungspunkte erzeugen, indem ihr einfach einen Papiermacher baut, der aus Holzpapier macht. Das ist ganz easy. Was danach wirklich noch erwähnenswert ist, erforscht danach die Staatskundetechnologien hier, die Sachen, die euch den Nachrichtensprecher freischalten, die Bühne, die Toilette, die Wohnhäuser, die Friedhöfe, die Statuen, all diese Sachen hier. Das schaltet euch eine Menge Servicegebäude frei, mit denen ihr total viele Leute in eure Stadt locken könnt. Was jetzt allerdings euch dann irgendwann im Weg stehen wird, ich kann es jetzt hier, möchte jetzt hier nicht zu weit vorspulen, ist, ihr werdet immer wieder Dinge brauchen, die ihr nicht zur Verfügung habt, also bestimmte Materialien. Zu diesem Zweck könnt ihr ganz einfach Handel betreiben. Also Handel in dem Spiel ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr baut zunächst mal ein Exportdepot, wenn ihr kein Geld habt. Geld seht ihr hier in diesem Kästchen. Jetzt bauen wir ein Exportdepot. Und sobald das Exportdepot fertig ist, könnt ihr Güter aus eurer Stadt verkaufen gegen Geld. Zeigen, wie das geht. So. Das Exportdepot, wenn ihr das jetzt hier anklickt, hier könnt ihr aussuchen, welche Güter verkauft werden sollen. Wir haben gerade nicht wirklich viel Verwendung für das Leder. Also klicke ich es an. Hier kann ich einstellen, wie viel Prozent von meinem Ledervorrat verkauft werden soll. Hier heißt es, ich würde... So. Hier. Wenn ihr den Balken voll habt, dann werdet ihr alles exportieren. Wenn der Balken leer ist, werdet ihr euren gesamten Lagerbestand behalten. Und damit könnt ihr auch einstellen, dass ihr zum Beispiel nur die Hälfte eurer Güter verkaufen wollt oder der Leitung. Ziemlich cool. Das sind automatisierte Sachen. Ihr seht, dass hier auch jemand dafür arbeitet. Und der wird jetzt das Leder verkaufen und zu Geld machen. Sobald das Leder zu Geld gemacht wurde, könnt ihr jetzt dann hier auf dieses Icon hier klicken mit den Gütern. Und als kleinen Spoiler, ich kann euch verraten, der Papiermacher braucht Metall. Und wenn ihr dann hier reingeht, auf den Münzenstapel klickt, könnt ihr dann einzelne Bestellungen machen und das Zeug wird dann zu euch geliefert, sobald ihr Geld habt. Das sind die Basics des Handels. Ihr könnt dann auch noch später, ihr seht hier, könnt ihr jetzt kaufen, da, wenn ihr das Zeug habt. Später könnt ihr dann auch noch Importdepots kaufen, die das dann automatisiert immer wieder für euch kaufen. Aber am Anfang vom Spiel echt nicht nötig. Kauft euch nur die Sachen, die ihr braucht. Das Geld ist schwer genug zu bekommen. So, jetzt sind wir eigentlich am Ende des Videos. Ich habe nicht viel mehr noch zu erwähnen. Ihr wisst jetzt die grundlegendsten Sachen. Das Spiel hat noch eine Menge mehr zu bieten.
Die Basics kennt ihr schon. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, ist, dass ihr hier noch ganz viele Sachen bauen könnt. Ihr könnt hier Straßen bauen, ihr könnt hier euren Thron bewegen, ihr könnt hier auch einzelne Mauern bauen oder Befestigungen. Das ist wirklich sehr gut zu wissen. Und was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, ist hier, dass es hier den Raumkopierer auch noch gibt in dem Menü. Hier könnt ihr einfach in den Raum reinklicken und ihn dann nochmal kopieren. Ihr könnt hier auch eine Blaupause speichern. Ihr klickt einfach auf das Fadenkreuz und dann speichert er das den Raum so, wie ihr ihn erschaffen habt. Und dann könnt ihr ihn jederzeit wieder neu machen. Sehr, sehr nützliche Sachen und könnt ihr natürlich auch löschen. Und was mir auch echt sehr geholfen hat, war zu wissen, dass es in diesem Spiel keine Brücken gibt. Wenn ihr eine Brücke machen wollt, dann benutzt ihr hier den Entferne-Wasser-Befehl und platziert den hier einfach so drüber. Bumm. Und dann machen eure Leute das. Ich vermute, das wird nicht ewig so bleiben. Ihr könnt natürlich auch hier die Jobs dann wieder löschen mit dem Menü. Und ihr könnt auch, das ist extrem, extrem nützlich hier, Jobs deaktivieren. Also wenn ihr jetzt hier irgendwo eine Baustelle habt, die euch alle möglichen Mitarbeiter zieht, dann könnt ihr die deaktivieren und später fertig machen. Also das ist hier Arbeitsplatz deaktivieren und Job aktivieren. Damit könnt ihr dafür sorgen, dass ihr auch einfach planen könnt, wo was sein soll, lange bevor es gebaut werden soll. Also ihr baut es, dann deaktiviert ihr den Job oder ihr geht hier von vorneweg in den Planungsmodus. Wenn ihr dieses Ding hier anhabt, werden alle Pläne, die ihr baut, als deaktivierter Arbeitsplatz gemacht, den ihr dann erst aktivieren müsst. So könnt ihr dann eure Stadt einfacher designen. Okay, ich belasse es dabei. Ich bin der Meinung, da ist noch viel, viel mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Kommentarspalte unten ist für alle Fragen, Anregungen und derlei Dinge da. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, wenn euch nicht stört, dass der meiste Content dort Englisch ist. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf mehr deutschen Content habt, lasst es mich wissen. Ich brauche lediglich genug Zuschauer, dann bin ich zu allen Schandtaten bereit. In diesem Sinne, habt einen guten Tag und bis bald.